Das, was man letztendlich fördern will mit der Ernährung, ist, dass sich die Samenzelle und die Eizelle optimal ausbilden, sodass, wenn die aufeinandertreffen, dann quasi ein Fötus entsteht. Und das macht man mit vitalstoffreicher Ernährung und gleichzeitig im Idealfall auch mit dem Verzicht zum Beispiel auf Rauchen und auch auf Alkohol, weil das das Ganze beeinträchtigen kann. Und das, was man letztendlich mit der vitalstoffreichen Ernährung leider nicht deckt, sind halt zwei Nährstoffe, die man vorher supplementieren sollte. Und das ist einmal das Vitamin D3. Hier haben wir jetzt ein Produkt, wo 200 internationale Einheiten drin sind. Also das ist von der Menge, die aufgenommen werden sollte, schon sehr, sehr gut. 1000 internationale Einheiten würden auch schon reichen, um das vorher zu supplementieren. Und dann empfehle ich letztendlich immer auch Folsäure einzunehmen, weil die Folsäure einfach dafür da ist, dass bestimmte Defekte nicht entstehen, wenn der Fötus da ist. Sprich vor allen Dingen dieser Neuralrohrdefekt, der für den offenen Rücken zuständig ist, der wird damit vermieden, wenn ich halt einen ausreichenden Folsäurespiegel habe. Und durch die natürliche Ernährung ist das halt schwierig aufzunehmen. Also ich kann natürlich schon gucken, dass ich einfach so grüne Gemüse esse, Spinat, rote Beete, Vollkornprodukte, Weizenkeime. Von der Menge her wird es aber schwierig, weil gerade 400 Mikrogramm gegessen werden sollen. Und da wäre schon sinnvoller, das zu supplementieren. Da ist man sich heutzutage auch immer noch gar nicht so sicher, weil Fasten ist ja sowieso umstritten. Die einen sagen, das ist richtig gut, die anderen sagen wieder nicht. Letztendlich sagt man ja, dass du schon Stoffwechselendprodukte vermehrt aus dem Körper ausscheidest, die letztendlich dann auch wieder die Reifung der Eizelle letztendlich beeinflusst, ne? Und dass du gerade ein viel besseres Milieu dann in dem Bereich auch schaffst. Also das ist immer das, was gesagt wird. Und ich kann halt nur aus der Erfahrung sagen, also wenn ich jetzt auch an meine Ernährungsberatungspatienten denke, da habe ich auch schon 2, 3 gehabt, wo wir dann letztendlich am Ende gefastet haben und die interessanterweise nach dem Fasten dann wirklich schwanger geworden sind. Du hast natürlich bei einigen auch einen dramatischen Gewichtsverlust. Also wenn die sehr, sehr massiv übergewichtig sind und das Gewicht nach unten geht, auch dann ist die Voraussetzung wieder erhöht, dass man halt schwanger wird. Also der Mann kann letztendlich die Samenproduktion auch nochmal verbessern mit Omega-3-Fettsäuren. Also das war das, was ich auch schon mal gelesen habe, dass du, dass die Samen dann halt einfach eine bessere Qualität bekommen und dementsprechend ja, die beiden sich besser mit, also Eizelle und Samenzelle besser miteinander verbinden können. Und da kann man dann halt wieder gucken, also es gibt ja normales Leinöl und ich habe jetzt hier als Variante das Omega-3-DHA-Öl, wo halt nochmal mehr von dieser Docosahexaensäure mit drin ist, die halt dann auch nochmal Entzündungen und so weiter zurücknimmt und das Ganze halt auch nochmal stärker fördert. Also ich würde dann immer bei so Leinölen und so weiter darauf achten, dass da auch Algenöl mit verarbeitet wurde, weil da ist auf natürlicher Weise dann auch wieder DHA drin, weil sonst hat man es halt nur im Fisch. Und der Fisch bekommt es aber letztendlich auch nur, weil er Algen isst. Und dann denke ich mir immer, dann können wir ja gleich im vegetarischen Bereich bleiben und Algenöl zu uns nehmen.